Am Projekt Kommunikation von Mensch und Maschine sind 43 junge Forscherinnen und Forscher des Otto-Hahn-Gymnasiums Karlsruhe beteiligt. Die Schwarmrobotik-Gruppe simuliert zum Beispiel am Institut für Automation und Robotik des KIT das Verhalten eines Schwarms zunächst am Rechner. Die komplexe Kommunikation zwischen kleinen Robotern untersuchen die Schülerinnen und Schüler danach in realen Experimenten. Besonders interessant ist dabei der Vergleich mit Menschen. Ziel ist unter anderem, menschliches Sozialverhalten besser zu verstehen. Ein neues Forschungsgebiet, das Soziorobotik heißt. Die Neuropsychologiegruppe untersucht mit Hilfe von Reaktionszeitexperimenten aus der Hirnforschung, wie Menschen sich selbst und andere erkennen, wie sie auf ihr Selbstbild und das Fremdbild anderer reagieren. Es geht um die Kommunikation zwischen Menschen. Was zieht Menschen an? Was schreckt sie ab? Die Gruppe erforscht auch, wie Roboter auf Menschen wirken. Per Skype unterstützen sie dabei Wissenschaftler des Takeno Labs der Meiji University Tokio. Die Medizintechnikgruppe sucht nach technischen Hilfsmitteln für Menschen mit einem Handicap. Sie nutzt das Bildverarbeitungssystem einer Spielkonsole, der Microsoft Kinect, um Gestalten und Bewegungen eines Gegenübers zu erkennen. Durch Umwandlung dieser Informationen in Tonsignale kann sich der Blinde orientieren, zuerst in der eigenen Wohnung, dann außer Haus. Die Ergebnisse der Expertengruppe diskutieren Schülerinnen und Schüler am Otto-Hahn-Gymnasium fächerübergreifend. Forschungsmentoren geben ihre Einsichten an die folgenden Forschungskurse weiter. Also wir haben mehrere Anwendungsideen gehabt. Die eine davon war jetzt Blindenhilfe zu machen, dass jemand Blindes im Prinzip sich im Haushalt zurechtfindet, ohne die ganze Zeit irgendwo dran zu rennen oder mit dem Stock in der Hand durch die Gegend laufen muss. Und zwar haben wir uns da gedacht, im Prinzip eine Microsoft Kinect zu nehmen. Das ist eine Kamera, mit der 3D erfasst werden kann und die Person läuft dann im Prinzip mit der Kamera durch, also das heißt mit der Kamera durch die Gegend, die Kamera steht vor der Person, die Person läuft auf die Kamera zu und die Kamera sagt der Person, wie weit die Person von der Kamera entfernt ist. Mich beeindruckt vor allem, dass die kleinen Roboter, die einzeln eigentlich keine Chance hätten, zusammen dann doch eine große Aufgabe bewältigen können und dass dabei eben alle gleich sind, jeder kann jeden ersetzen, also Verluste können einfach verkraftet werden. Ja, und das Faszinierende daran ist ja, dass man damit dann das Verhalten von Individuen in einer Gruppe zum Beispiel erforschen kann. Man kann zum Beispiel den Teamgeist oder andere Prinzipien der Kommunikation bei Robotern und dann vielleicht auch auf die Menschen übertragen, erforschen und somit sich selbst vielleicht und das Leben in der Gruppe besser verstehen.